Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Geldhelden-Podcast. Mein Name ist Marco und in dieser Folge erfährst du die 5 größten Fehler beim Investieren, die du unbedingt vermeiden solltest. In einem Gespräch mit Andreas Ocker, einem Großinvestor, werden wir viel über Chancen und Risiken von Investments reden und er wird dir seine aktuell besten Investitionen zeigen. Sei also gespannt, bis gleich. Jeden Tag zur Arbeit, abrackern, Überstunden und trotzdem finanziell auf keinem grünen Zweig. Mein Haus, mein Auto, meine Weltreise. Später, vielleicht. Das Ziel, endlich genug Geld zu haben, ist immer gleich weit entfernt im Hamsterrad, das sich dreht und dreht. Doch wir sehen immer mehr Menschen, die aus dem Kreislauf raus wollen, die ihre Träume wahr machen. Jetzt. Und du? Möchtest du weiter im Hamsterrad deine Runden drehen? Dich fragen, wie andere schaffen, was du nicht hinbekommst? Oder möchtest du lernen und verstehen, wie das Finanzsystem funktioniert? Geldhelden sind Menschen wie du. Sie nehmen ihr Grundrecht auf finanzielle Bildung wahr und bringen es in die Breite der Gesellschaft, damit nicht immer nur wenige profitieren. Nimm deine finanzielle Bildung selbst in die Hand. Lebe das Leben, das du liebst. Werde Geldheld. Herzlich willkommen zu einem spannenden Interview hier heute in dem Geldhelden-Universum. Mein Name ist Marco, ich bin Geldcoach und ich freue mich heute mega, einen sehr, sehr beeindruckenden Investor begrüßen zu dürfen, Andreas Ocker. Und bevor wir hier starten und bevor ihr euch wundert, warum wir beide Hüte tragen, wir hatten gerade ein wunderbares Gespräch in der Vorrunde über Hüte und dass wir beide eigentlich leidenschaftliche Hutträger sind. Und ich würde vorschlagen, dass wir von dieser Seite her erstmal uns, stell dich am besten erstmal selber vor. Herzlich willkommen, Andreas. Herzlich willkommen, Marco. Ich freue mich sehr, das Wiederhören und Wiedersehen hier von Bildschirm zu Bildschirm. Ja, du hast mich eigentlich mit allem vorgestellt, was wichtig ist. Die Hauptrolle, mit der ich im Moment durchs Leben gehe, ist die des Investors. Das macht mir sagenhaft viel Freude. Mittlerweile, wie wir gerade auch besprochen haben, schon mit dabei, Produkte zu kreieren, Anlage, Investmentgelegenheiten wirklich für unternehmerisch denkende Menschen, Anlagemöglichkeiten zu schaffen, Investorengemeinschaften zu bilden, Beteiligungsmöglichkeiten zu schöpfen zum Wohle aller Beteiligten. Also das nimmt gerade einen Hauptteil meiner Zeit ein, aber daneben bin ich ja noch Seminarleiter, zum Beispiel jetzt für das Finanzseminar, das ich hier in Deutschland anbiete, im Moment zumindest noch, genauso wie in weniger vielen Fällen Vermittler für diese zum Beispiel Investmentgelegenheiten. Aber daneben bin ich auch noch Sportler mit großer Begeisterung. Immer noch, das ist eine Reminiszenz an meine Vergangenheit, wo ich mal Sportmediziner war. Jetzt aber mich ganz aufs Investieren verlegt habe, einfach weil es Zeichen der Zeit hier ist. Es sind gerade wunderbare Zeiten für Investoren. Deswegen, ich sehe weit und breit nichts, was mir gerade mehr Freude machen würde. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil so wie du das erzählst, so sehe ich das ähnlich auch, dass wir halt gerade in mega spannenden Zeiten leben, in chancenreichen Zeiten. Aber wenn man so den Fernseher anmacht oder die Zeitung aufschlägt, dann ist eben so vom Gefühl her einfach das Gegenteil gerade der Fall. Vielleicht kannst du uns mal aufklären, warum sehen die öffentlichen Medien das eher gerade als großes Risiko und du siehst es als riesige Chance? Naja, wenn du von Zeitung und Fernseher sprichst, da muss man die Medien eigentlich in Schutz nehmen, weil sie gewinnen ja nur dann Aufmerksamkeit, wenn sie irgendwelche Katastrophenmeldungen verbreiten. Und Good News waren noch nie Good News für die Medien. Die muss man sich dann schon selbst irgendwie holen und am besten den Fernseher auslassen, gerade wenn es um Geld- oder Anlagegeschichten geht. Ich meine, man muss ja sehen, wir haben etwas erlebt, das ist jetzt noch gar nicht wirklich konstituiert, aber es wurde beschlossen. Wir haben etwas erlebt, was unsere Zeit, unsere Geldwelt für die nächsten 10 bis vielleicht 30 Jahre in einem Maße verändern wird, wie es noch nicht mal der Draghi, der EZB-Draghi geschafft hat, unser Whatever It Takes Draghi. Und das ist die Installation der Christine Lagarde als seine Nachfolgerin. Und die Lagarde, ich schätze sie als Strategin, als Politikerin,
sie wird einfach die Politik von Draghi weiterführen, diese unfassbare, unsägliche Nullzinspolitik. Sie wird die, denken alle Ökonomen, noch mehr in den roten Bereich treiben, damit sich diese 52 Billionen, mit denen die Staaten weltweit verschuldet sind, auch noch leichter entschulden, von selbst entschulden. Aber das geht natürlich voll zu Lasten, und das ist den meisten, ich glaube 90% nicht klar, voll zu Lasten des Sparers, der immer noch in den Geldwerten hockt, in seinen Versicherungen oder in seinen sonst wie Geldwertanlagen und gar nicht merkt, wenn wir selbst nur von 2% Inflation reden, dass dann von seinen 50.000 Euro 1.000 Euro im Jahr verbrennen, vernichten, verdampfen, in sich in nichts auflösen. Das kriegt er erst dann mit, wenn er nämlich von dem Geld sich ein Auto kaufen will. Und dann kriegt er eben kein BMW mehr, sondern vielleicht ein Fiat Panda in 20 Jahren. Ja. Und was machen die Leute? Was ist die Lösung? Ich sehe in der ganzen Orientierungslosigkeit der jetzigen Zeit, die zunehmen wird, sehe ich zwei Dinge. Entweder sie verschulden sich, weil billiges Geld schafft natürlich irgendwie Attraktionen wie, ja, dann kaufe ich mir halt irgendwie zu völlig überheizten, überteuerten Preisen Immobilie. Oder ich mache es wie die Millionen anderen Makrelen. Ich nehme jetzt dieses Bild bewusst, weil ich habe erst vor ein paar Tagen Unser Planet auf Netflix geschaut, ist ja eine tolle Naturfilmserie von dem Attenborough, und hat mich so beeindruckt, da diese Makrelenschwärme, die da eingekreist werden. Und so kommt es mir vor, die Leute wie die Makrelen werden an die Börse jetzt hineingeschubst, im Zweifelsfall über ETFs, weil da können sie vielleicht noch am wenigsten falsch machen, denken sie zumindest. Da sollten sie vielleicht mal dein Coaching in Anspruch nehmen, um wenigstens da einen Plan zu haben. Ja, und dann sind da die Makrelenschwärme, und dann muss nur noch ein Walfisch kommen, nämlich der das Börsenspiel eigentlich beherrscht mit seinen Geldmengen, schnappt das Maul auf und alle Fische flupp, sind weg, und dann ist das Jammern wieder groß, so alle 7 bis 8 Jahre, wie es bisher der Fall war. Also ich finde es toll, der Druck steigt, die Krise wird immer bedrohlicher, und ich finde das gesund, weil so wie der normale Mensch sich auch nicht um seine Gesundheit kümmert, solange der Körper funktioniert, muss eben, das nennt man dann oftmals noch Evolution auf unserer Stufe, wo wir gerade stehen als Spezies, muss denn der Mensch halt ab und an krank werden, um vielleicht mal zu sehen, ja, da sollte ich einen Fokus hinlegen. Und mit der Lagarde, sag ich, werde jetzt vielleicht auch noch der Letzte merken, ich sollte mich mal um meine finanzielle Bildung kümmern, denn die alten Rezepte funktionieren nicht mehr. Da hast du ein sehr schönes Stichwort gegeben. Die alten Rezepte funktionieren nicht mehr. Ich habe das große Glück, dass ich gerade bei einem Freund bin hier in Kitzbühel. Und du hast ja gerade von deinen Immobilienspekulationen gesprochen. Also hier sind als Nachbarn 5 sehr, sehr reiche Menschen, die halt Häuser gekauft haben und gar nicht hier sind. Also sie leben gar nicht hier. Also es ist so eine Kunstwelt, die entstanden ist und die künstlich riesige Werte produziert. Also du kannst hier als Normalbürger gar kein Haus kaufen. Dann hast du aber auch ETFs angesprochen, dass da jemand anders eigentlich die Zügel in der Hand hält. Wenn das, was wir als Normalinvestoren quasi als gute Investition ansehen, eigentlich gar nicht so sehr, oder sagen wir es mal so, wenn das halt sehr risikoreich ist in deinen Augen, was sind denn dann gute Anlageformen heutzutage? Ja, wir könnten jetzt natürlich gleich darüber sprechen, was ich aus meiner Sicht der Dinge, die ja auch nur meine Sicht ist, die alles andere als wahr sein muss. Für mich funktioniert sie, für viele Menschen funktioniert sie, mit denen ich zusammenarbeite. Trotzdem, ich werde einen Teufel tun und sagen, so, das ist die allselig machende Linie hier, die ich habe. Also bevor wir uns jetzt darauf stützen, wie es geht, wäre vielleicht schon eine Hilfe. Wir unterhalten uns darüber, wie es schon mal nicht geht. Denn ich meine, Fehler zu vermeiden, spart schon Hunderttausende von Euro mitunter. Ja, und aus dieser Erkenntnis heraus, was man vielleicht nicht machen sollte, kann der eine oder andere für sich aufgrund seines persönlichen Profils auch besser erkennen, ja, was passt denn dann zu mir, was ich dann tun kann. Also das wäre mein Vorschlag. Sonst, weißt du, das finde ich immer so ein bisschen manipulativ. Da ist jemand, dem traut man eine gewisse Autorität zu, wie jetzt netterweise du mir oder den Menschen mir, und ich sag dann irgendwas und dann wird da gleich recherchiert und ins Internet gegangen und das muss es dann sein. Und Mensch, das klingt ja fantastisch, nix wie hin. Und man schaltet dann doch wieder das eigene Denken aus. Also ich wünsche mir einfach, für mich unternehmerisch denkende Menschen sind die ihren eigenen Verstand einschalten und am Schluss aber auf ihren Bauch hören. Wenn sie den Bauch ausreichend gefüttert haben, mit Informationen aus der Gegenwart und aus der Zukunft, bitte nicht mit Informationen aus der Vergangenheit,
weil das produziert dann nur wieder das, was wir eh schon hatten. Genau. Und das macht ein unternehmerisch denkender Mensch. Mit denen arbeite ich sehr gern zusammen. Mit denen kann man tolle Sachen bewegen und Wertschöpfungsketten bilden. Und dann müssen wir uns um die Renditen auch gar keine Gedanken machen. Das ist sehr spannend. Das heißt also, du hast quasi schon den ersten großen Fehler erklärt, den man beim Investieren machen kann, nämlich blind einem großen Guru vertrauen, der irgendwas erzählt und das gar nicht zu hinterfragen. Finde ich sehr gut. Und ich würde ganz gern, bevor wir jetzt zu den nächsten Fehlern kommen, nochmal gerne das Thema Unternehmertum aufgreifen. Denn viele missverstehen dieses Thema und denken, wenn man Unternehmer ist, dann muss man ein Unternehmen besitzen. Also meiner Meinung nach gibt es ein Gegenpart zum Unternehmer, nämlich dem Unterlasser. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, indem ich halt irgendjemanden vertraue und ihm quasi mein Geld antraue, weil ich selber keinen Mut habe, etwas zu unternehmen, sondern es zu unterlassen und jemand anderen quasi den schwarzen Peter zuschiebe. Das ist genau der Punkt, wo wir nämlich anfangen, über andere zu meckern, weil wir selbst nicht den Mut haben, etwas zu unternehmen. Aber jeder von uns, jeder Einzelne ist bereits Unternehmer. Denn wir haben schon alleine etwas unternommen, um dieses Video jetzt zu sehen. Das heißt, das hast du ja nicht unterlassen, sondern du hast mit Absicht dieses Video angeklickt. Und von daher, jeder von uns ist Unternehmer und keiner ist Unterlasser. Jetzt müssen wir es nur noch kultivieren. So, und jetzt können wir gerne mal zu den nächsten vier. Jetzt haben wir schon einen von den fünf größten Fehlern hoffentlich. Vielleicht hast du auch noch mehr. Was sind denn so die größten Fehler bei Investitionen? Worauf muss ich denn achten? Den einen Punkt rausnimmst, dann gehe ich gerne drauf ein, aber noch etwas vertiefend. Denn das ist wirklich, ist eine tolle Idee, das mit dem Guru, das hätte ich jetzt so gar nicht auf der Zielscheibe gehabt. Aber das stimmt. Die Menschen, das ist also mal, glaube ich, ein Fehler beim Investieren, weil viele, und das ist ja auch durchaus berechtigt, nehmen sich ja Hilfe, nehmen sich einen Berater an die Seite. Nur ist die Frage, oder ich würde den Einzelnen ermutigen, erheblich anspruchsvoller sein bei der Auswahl von den Menschen, die ihn beraten. Eigentlich egal in welchem Lebensbereich, aber ganz gewiss im Finanzsektor. Und da frage ich mich, wollen die Leute, dass es einfach nur gemütlich haben mit ihnen, der ihnen da gegenüber sitzt und der ihnen so ein bisschen nach dem Mund redet und ja, schauen Sie, und das würde zu Ihnen passen. Da sind wir so in der Versicherungs- und in der Bankenbranche. Wollen Sie sich wohlfühlen? Das heißt, holen Sie sich Berater, die eigentlich Teil Ihrer eigenen Komfortzone sind, oder holen Sie sich Berater, die vielleicht schon dort sind, wo Sie hinwollen, oder zumindest auf dem Weg dorthin sind, wo Sie hinwollen. Und das ist ja grundsätzlich außerhalb der Komfortzone. Und da staune ich dann, dass Menschen mit 150.000 Kapital, und das haben viele, viel mehr als wir denken, glücklicherweise, dass die zu einem Bankangestellten gehen mit 27 Jahren, der jetzt anfängt, selbst seine verschuldete Immobilie für die nächsten 40 Jahre Sklaventum abzubezahlen, seine 3.200 Euro im Monat verdienen. Und der soll jetzt demjenigen einen Rat geben, wie er wirklich mit 150.000, ja, er wird einfach die Quote seiner Bank erfüllen. Und noch schlimmer in der Versicherung, ich will jetzt niemanden diskreditieren, es gibt auch tolle Versicherungs-, wirkliche Experten, aber die kannst du an der Hand abzählen. Ja, das sind 4%, 3% aller. Und der Rest, die haben sogar Schwierigkeiten, die Miete ihres Büros zu bezahlen, weil sie da auch keine Unterstützung von ihrem Produktgeber kriegen und dann sollen sie da irgendwas verkaufen. Das passt einfach nicht. Also, dass ich mir einfach Berater suche, die, wo ich auch ja, den Mut haben muss zu fragen, ja, wo bist du denn? Zeig mir doch mal deinen Erfolg. Und der Erfolg liegt nicht in einem großen Auto, der sowieso meistens nur geleast ist oder verschuldet ist. Das spürt man einfach, ob jemand auch das lebt, als was er vermittelt. Und das ist noch ein anderer Punkt, den ich ja zur Voraussetzung mache bei Beratern. Sie haben meiner Meinung nach grundsätzlich in dem selbst investiert zu sein, was sie empfehlen. Ja, weil wenn das so toll ist, ja, dann müssen sie es doch selbst haben. Und dann wird es da ja schon mal ganz eng. Ja, und ich würde nur mit solchen zusammenarbeiten, wo diese Art von Authentizität gegeben ist. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und ja, da sind wir jetzt wieder bei ja, einen der größten Fehler, die du gerade erklärt hast. Es ist immer besser, das Ganze vorzuleben, als das Ganze nur vorzulehren oder zu, ja, ich sag mal, zu universitären, ja. Das ist so der Vergleich mit dem Professor, also mit dem Theoretiker quasi, der dir erklären will, wie die Welt funktioniert, aber sie selbst nicht lebt, ja. Und ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Welche, ja,
Entschuldigung, welche? Da fällt mir noch ein, da wäre jetzt wahrscheinlich die von einigen Zuschauern, ich versuche mich gerade jetzt mal in die zu versetzen, die uns da zuhören, die uns da ihre Zeit schenken, die da wäre wahrscheinlich der nächste, weil ja, wie finde ich denn jetzt einen guten Berater? Ja. Da kann ich eigentlich nur aus meiner Erfahrung sagen, fangt an, euch mit finanzieller Bildung zu beschäftigen. Geht hinein in das Thema, ob das jetzt ein Artikel ist, im Buch, irgendein Internet oder beim du mit deinem mehrwöchigen Coaching, was ja wunderbar ist, dann trifft man da auch noch entsprechend Gleichgesinnte. Dann ist man ja, dann emerged man ja so da hinein. Und dann ist es ja so, ist der Schüler bereit, wird der Lehrer ihn finden? Das geht nicht andersrum. Als Schüler kann ich meinen Lehrer gar nicht erkennen. Ich habe gar nicht die Augen dazu. Aber der Lehrer, der hat die Augen, das Potenzial in einem Schüler zu erkennen. Und dann kommt der richtige Coach, der richtige Berater, der richtige Mentor. Ja, der kommt dann wirklich um die Ecke und dann macht diese Art Zusammenarbeit auch wirklich Spaß. Also da einfach mal entspannen und nicht immer gleich in diese, ja Mensch, sag mir unbedingt, gib mir das Rezept, wo finde ich den jetzt? Also durchaus dem Weg auch vertrauen, also nicht immer nur das eine Ziel, sondern der Weg ist auch schon das Ziel und das auch einfach mal ein bisschen zu genießen und zu feiern, dass man da eben mal sich mit finanzieller Bildung oder finanzieller Intelligenz beschäftigt, ja, das auch mal bewusst zu tun. Also ob der Weg wirklich das Ziel ist, ich weiß, es ist ein oft genanntes Zitat. Irgendwie kann ich dem Zitat immer weniger abgewinnen. Aber was ich ganz toll finde, ist, der Weg entsteht, während man ihn geht. Mhm. Ja, und das einfach mal den Pfad entlang gehen und nicht denken, ich muss immer im Bagger drin sitzen und selbst die Schaufel in die Hand nehmen, um mir den Weg zu pflastern. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ein der Fehler, was heißt Fehler? Ein undienliches Verhalten, das ich oft sehe bei Leuten, die mit Geld jetzt umgehen möchten oder Geld investieren möchten, ist, die meisten merken gar nicht, dass sie Materie aus Materie heraus erschaffen. Da zitiere ich jetzt den wunderbaren Dr. Joe Dispenza, der italienischstämmige Amerikaner, der so jetzt gerade den Mittler spielt zwischen den geistigen und den physischen Welten. Sehr recherchewürdig, der gute Mann auch mit seinen Seminaren. Und die Dispenza gibt, er sagt, es gibt zwei Arten, wie wir erschaffen können. Auch Finanzen erschaffen, auch wirklich Vermögensaufbau erschaffen können. Das ist entweder Materie erschafft Materie, das ist dann so die ganz harte Nummer, auf die wir seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten getrimmt wurden. Leben ist halt Arbeit und nur wer arbeitet, der wird belohnt. Oder die viel smartere Variante, der ich immer mehr geradezu verfallen bin als Fan, ist die Quanten. Ich sage also das Erschaffen aus dem Quantenfeld, Downloaden aus dem Quantenfeld und das Leben, das so viel unendlich intelligenter ist als ich mit seiner Armada von Molekülen, die alle miteinander kommunizieren und es für mich so richten können, dass ich eben diesen Weg, den ich gehe, nur noch gehen muss. Diese Art der Schöpfung einmal selbst anzuwenden, wäre mein Rat auch in Sachen Vermögensaufbau, also mehr Arbeit mit dem Quantenfeld. Denn das sagt jetzt natürlich niemandem was. Ganz einfaches Beispiel. Wird auch dir so gehen, Marco. Wenn die Leute, ich habe jetzt hier eine gewisse Geldmenge und ich weiß nicht, was ich tun soll. Marco, sag mir doch, was ich tun soll. Da steckt im Satz schon das Wort tun. Und dieses Tun, diese Aktion, der Schritt, in die Umsetzung von Wissen in eine Aktion ist eigentlich das sechste von sieben Schritten. Das sechste von sieben und sie überspringen immer fünf. Und zwar diese fünf, die meiner Meinung nach das Quantenfeld überhaupt erst einladen, für jemanden zu arbeiten. Aber nein, wer direkt sagt, ich schaffe das schon selbst, oder ein American Way of Life, der nimmt sich die ganzen Hilfen vorher, die tut er sich wegschieben und nimmt eben die Schaufel in die Hand und schaufelt und schaufelt und am Ende seines Lebens denkt er, Leben ist keine einfache Geschichte, aber irgendwas haben wir schon zustande gebracht. Ja, das ist gar nicht Schöpfung. Schöpfung beginnt mit erstens mit einer Entscheidung. Das ist überhaupt der wichtigste Schritt. Überhaupt die eigentliche Entscheidung zu treffen zum Vermögensaufbau. Zweitens, dann wird mal die Fakten gesammelt. Und das bezieht sich vor allem auf die Frage, wer bin ich als Investor? Wer bin ich als Mensch? Was habe ich für ein Risikoprofil? Was habe ich für finanzielle Möglichkeiten? Was habe ich für Fehler gemacht in der Vergangenheit? Habe ich was daraus gelernt? Was bin ich für ein Anlagetyp? Welche Assetklassen gibt es? Das ist alles Faktensammlung. Dann der Schritt Nummer drei. Jetzt kommen wir schon zu dem, was vielen vertraut ist. Ziele zu setzen. Aber nee, ich sage nicht Ziele, ich sage Meilenstein dazu. Gefällt mir das überhaupt besser.
Aber Meilensteine zu setzen ohne Datum, weil das kommt erst später. Aber wirklich ein Ziel zu setzen. Darauf kommen wir noch später zu sprechen, weil da habe ich ein nettes Angebot für deine Leute auf meiner Website programmiert, wo sie sich ein Ziel wirklich ausrechnen können. Und jetzt kommt der vierte Schritt und der ist, finde ich, neben allen eigentlich der blumigste, der kreativste. Das ist der Schritt der Programmierung. Und hier fängt's an, arbeite ich mit dem Quantenfeld oder arbeite ich dagegen? Ja, und wir arbeiten in unserem Alltag nahezu immer dagegen. Und allein sich auf das, was ich erschaffen will, mal richtig einzuprogrammieren, wie den Programmierer des Laserdruckers, der mir dann im 3D-Drucker das wirklich auswerfen soll, was ich ihm eben vorher programmiert hat. Das zu lernen, das ist, finde ich, eine der mächtigsten Skills im Moment, die man sich aneignen kann. Und es geht so einfach. Ich finde eigentlich so einfach. Und dann kommt aber der fünfte Schritt. Und da sind wir immer noch nicht beim Tun. Da sind wir jetzt beim Planen. Jetzt erst habe ich ja alle Informationen um. Ich weiß, wer ich bin. Ja, ich weiß, wo ich hin will. Und jetzt, wie kann ich in welcher Zeit, mit welchem Fokus, was, wie erschaffen? Und wenn der Plan dann steht, erst dann kommt die Aktion. Und diese Art ist so smart, da kann ich so schwärmen, ob es Urlaubsplanung ist, Immobilien kaufen, eine Geldanlage oder ich will umziehen nach Neuseeland, das sind alles Prozesse, die kann man genauso angehen. Und dafür will ich echt Werbung machen. Bitte nicht den Fehler machen, wie alle, gleich, was kann ich tun, sondern erstmal, was kann ich denn sein? Denn wir kommen ja nicht das, was wir bekommen nicht das, was wir wollen, wir bekommen immer das, was wir sind. Also vielleicht erstmal am Sein arbeiten und dann kommt das mit dem Tun ganz von selbst. Und das meine ich mit, der Weg entsteht, während man ihn geht. So, das war jetzt aber eine lange Rede. Das ja. Sieht mir nach. Aber es war mega, mega spannend und das zeigt auch, also ich habe, das ist jetzt mein Sein oder mein Gefühl, dass es gerade so einen Wandel in der Welt gibt und den du jetzt wundervoll auf den Bereich der Finanzen anwendest oder jetzt einmal so projiziert hast. Und zwar eben von dieser Exoterik zur Esoterik und dass sich das gerade alles ein bisschen vermischt und dass die Menschen, ich nenne es mal so ein bisschen gerade dieses Bewusstsein dafür bekommen, dass da noch mehr sein muss als dieses schaffe Häuslebauer, ja, und dieser alte Weg sozusagen zu Ruhm und Reichtum, nenne ich es jetzt mal. Das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt. Also jetzt interessiert mich das persönlich, wo kann ich das denn nachlesen, wo kann ich denn da bei dir auf der Website oder wie komme ich da an diese Information, wenn ich mir das jetzt einfach nochmal für mich ziehen will, ran? Da antworte ich gerne auf deine Frage, aber sie, womöglich wird meine Antwort unbefriedigend bleiben, weil was ich jetzt einfach mal so dahergesprochen habe, weil es mir so kam, das ist natürlich Verdichtung von Informationen, die beruhen auf vielleicht auf den letzten 25 Jahren, wo ich mich mit großer Begeisterung mit diesen Themen beschäftige. Und du hast es sehr schön ausgedrückt, Marco, nämlich diese Projektion auf Vermögensaufbau. Aber das ist das, was mir ein Anliegen ist. Dieses Wissen funktioniert natürlich ganz wunderbar mit Geld, aber wohlgemerkt nicht nur mit Geld, weil sonst wäre es ein nicht funktionales Wissen, wenn es nur dafür gedacht wäre. Das funktioniert, das ist Lebens. Für mich ist das eine Art, das Leben anzugehen. Das ganze Leben, das ja übrigens ein Unternehmen ist. Jeder ist Unternehmer, weil er einfach lebt. In dem Moment, wo er aus dem Bett steht oder selbst wenn er im Bett liegen bleibt, dann unternimmt er eben nichts, aber trotzdem, ja, um noch die Referenz doch zu beginnen. Das ist, ja, und jetzt, wo kann man sowas nachlesen? Also ich habe eine Menge Bücher, ich habe eine Bücherliste auf der Website, aber die bezieht sich jetzt vor allem mehr auf die Finanzen. Also ich habe so, und dieser Brückenschlag, den musst du mir jetzt erlauben, zum Finanzseminar. Ich bemühe mich mit großer Freude, es in 3 bis 4 Stunden von diesen insgesamt 9, 10 Stunden Finanzseminar da hinein zu komprimieren und auch die ganzen Techniken zu vermitteln, mit denen ich arbeite, die diesen Quantenweg zeigen. Ja, das klingt jetzt so hochgestochen. Eigentlich sind's einfach Dinge, die eigene Frequenz, worüber wir uns ja auch schon mal in deinem Geldheldenkongress unterhalten haben, die eigene Frequenz erhöhen. Denn dann stimmt der Empfänger, ja, dann spielt die Musik ganz von selbst. Und ich würde daran arbeiten, und das versuche ich zum Beispiel jetzt im Finanzseminar, und da gibt es auch noch jede Menge mehr Buchtipps. Aber der Dr. Joe Dispenza zum Beispiel, das ist wirklich so eine Referenz. Da kann man mit seinem Klassikerbuch, der Placebo-Effekt, kann man gar nichts falsch machen, wenn man sich hier dem Thema so nähert.
Dankeschön. Werde ich auch gerne nochmal unter dem Video verlinken. Und ich glaube, er gibt auch inzwischen oder schon seit einiger Zeit Seminare in Deutschland, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, Hamburg, Bonn, da war er schon verschiedentlich, allerdings nur noch fortgeschrittenen Seminare eine ganze Woche lang. Das ist vielleicht dann doch die ganz harte, schon größere Nummer. Einfach mal auch hier wieder, ja, ist der Schüler bereit und so weiter. Mal ein Buch lesen, mal ein bisschen im Internet, da gibt es auch tolle Webinare, also das wird sich schon finden. Oder eben, wenn man es komprimiert will, zum Beispiel eines der noch verfügbaren Finanzseminare besuchen, die zumindest ich jetzt gerade mal eintägig anbiete. Auf jeden Fall, also ganz, ganz dicker Tipp. Bei dir lernt man das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen komprimiert auf das Thema Finanzen. Das finde ich sehr, sehr gut. Hast denn du jetzt noch ein, zwei weitere, ich nenne es jetzt mal nicht Fehler, sondern Irrwege oder ich sag mal Möglichkeiten, wie man vielleicht falsch abbiegen kann auf dem Weg hin zum Erfolg im Bereich der Finanzen, in dem Bereich der Investitionen vor allen Dingen? Mangelnder Fokus. Mangelnder Fokus. Da staune ich dann auch immer. Die Menschen haben die größten, die irrwitzigsten Ziele, die sie auch mit großer Überzeugung verbalisieren. Aber dann merke ich, ja, sie geben jemandem oder etwas Geld, und verabschieden sich dann eigentlich von dem Thema und denken, das würde so völlig getrennt von ihrem eigenen Leben jetzt mehr werden. Das würde jetzt wachsen. Aber es gibt Das funktioniert. Ich sehe einfach nicht nur im Geldbereich wie im Leben überall, wo es wächst nur das, worauf wir uns fokussieren. Und da wäre mein Rat da an die, die wirklich das Thema Geld ein für alle Mal für sich lösen möchten, und zwar lösen in dem Sinn nicht, dass es mal irgendwann gegessen wäre. Geld wird uns bis zum Sterben begleiten, solange Geld so wichtig ist. Wie heute selbst, wenn ich viel Geld habe, muss ich mich darum kümmern, dass es erhalten bleibt. Oder ich muss mich darum kümmern, wer es dann kriegen soll. Ja, im Zweifelsfall. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Fokussierung auf. Genau, man sollte nicht immer so viele Schachtelsätze im Deutschen einbauen. Ne? Ja, das stimmt. Das kenne ich selber, ja. Also, genau, da bemerke ich immer, Leute sind bereit, jeden Tag ihre Zähne zu putzen. Das stellen sie überhaupt nicht in Frage. Aber sie sind nicht bereit, auch genauso viel Zeit in der Woche, das sind etwa eine halbe Stunde bis 45 Minuten, zu investieren in ihre Finanzen. Und wenn es nur ist, ein gutes Buch lesen, wenn sie irgendein Webinar anschauen, sich irgendwie mit jemandem zu unterhalten über das Thema, was auch immer, an diesem Thema dran zu bleiben, dass das, was ich mit meinem Geld tue, mit mir in Verbindung bleibt und durch die Fokussierung darauf auch wachsen kann. Denn nur dann wird es wachsen. Wem ich da diese ganzen Vermögensverwaltungen, die sind ja wirklich mehr oder weniger erfolglos, kann man schlichtweg sagen, kriegen aber immer ihr Salär, weil das so fressen sie sich einfach dann vom angelegten Geld runter. Ja, und wenn es halt die Hälfte ist, dann war es eben die Hälfte. Aber das ist dann die Folge davon, ich schiebe jemandem total die Verantwortung hin, kapse mich davon ab, als würde ich Blut meinem eigenen Kreislauf entnehmen. Und das soll woanders mehr werden. Das wird schon ganz schön schwierig. Ja, da braucht es einfach die eigene Leber, die eigene Milz, das eigene Rückenmark. Und so sehe ich das auch mit dem Geld. Und wer dem folgt, das ist das Schöne, da merke ich, der muss gar nicht so unglaublich jetzt sich groß finanziell bilden und alles. Da aus unergründlichen Quellen plötzlich sprudeln Ja. die Gelder hervor, ja, Okay. weil das Universum eben merkt, ja, der gibt uns jetzt quasi einen Auftrag. Jetzt können wir die Füllhörner, die wir doch schon längst über ihn warten, können wir endlich mal anfangen auszugießen. Ja, da triffst du eine Sache auf den Punkt, was wir Menschen grundsätzlich unterschätzen. Und zwar sind das Gewohnheiten. Also ich glaube, 90% oder wahrscheinlich mehr der Dinge, die wir tagtäglich tun, zum Beispiel atmen, machen wir unbewusst. Ja? Und wenn wir es schaffen, in dieses unbewusste Ablauf, also in diesen unbewussten Ablauf etwas rein zu programmieren, zum Beispiel eben sich, wenn man sonntags 18 Uhr sich auf der Couch niederlässt, dass man sich da mal gewohnheitsmäßig eine halbe Stunde oder eine Stunde mit den Finanzen beschäftigt, dann hat man nach 4, 5 Wochen diese Gewohnheit im Unterbewusstsein drin und macht das automatisch. Und das bringt tausendmal mehr, als sich bewusst einmal oder zweimal oder dreimal damit zu beschäftigen oder es eben abzuschieben an jemand anderen. Das ist. Consistency is the key of mastery. Ja. Ja, Die genau. Konsequenz dabei, das können nur ganz kleine Dinge sein, die wir noch am Tag oder in der Woche gar nicht wahrnehmen, dass die irgendwas verändern sollen. Aber
unmerklich schon nach Monaten, schon nach 3 Monaten nimmt das Leben eine ganz andere Fahrt auf, weil wir haben ein anderes Bewusstsein und ein anderes Bewusstsein trifft andere Entscheidungen und andere Entscheidungen generieren oftmals bessere Resultate. Und das merkt man dann eben. Consistency is the key of mastery. Da komme ich direkt zu einer Frage, die eigentlich genau zu diesem Thema reinpasst. Wie siehst du das? Es gibt ja die Möglichkeit, einmal einen großen Betrag irgendwo zu investieren, oder es gibt die Möglichkeit, eben regelmäßig, gewohnheitsmäßig, kleinere Beträge in, ich sag mal, diversifizierte Anlageformen zu investieren. Ist das beides, hat das beides seine Berechtigung? Würdest du, ja, also, oder wie gehst du mit diesem Thema um? Marco, da bist du staunend. Das ist jetzt mal am Rande dessen, was wir jetzt besprechen wollten, aber das ist ein wichtiges Thema. Und da würde jetzt der Gesetzgeber die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich kann es begründen, selbst wenn ein 70-Jähriger zu mir kommt und der hat noch vor, weil er einfach bei guter Gesundheit ist und er es sich vor allem leisten kann und er auch finanziell soweit abgesichert ist, er hat noch vor, mindestens 10 Jahre auf unserem Planeten herumzuhüpfen, dann sage ich, er braucht dringend einen Ratensparvertrag. Natürlich im Richtigen, für das Richtige. Das ist ein anderes Thema. Das hat jetzt wieder mit Risikoprofil, mit Laufzeiten, mit Ausschüttungsart, mit Steuern und anderen Dingen zu tun. Detailkram lassen wir jetzt mal weg. Aber Hauptsache diese Möglichkeit, monatlich etwas in, ich nenne das einen Topf, in einen Topf zu investieren, der möglichst lange offen bleibt. Der will, der soll nämlich gar nicht schnell zu sein. Und das nenne ich die Topfstrategie. Und die Topfstrategie ist ein wunderbares Mittel, gerade um effektiv Zeit zu überspringen. Die mächtigste Renditewaffe. Ja, locker 5 bis 6 Jahre kann man da überspringen, gerade wenn man schon etwas betagter ist. Wie ein 50-Jähriger, ein 60-Jähriger, der braucht unbedingt so einen Topf, der nebenher für ihn arbeitet, über den er sich dann tatsächlich nicht so viel kümmern muss. Und das eigentliche Geld, das er hat, lässt er nämlich in anderen Säulen, ich nenne das Säulen, lässt er in anderen Säulen arbeiten, die wiederum dann den Topf ohne sein operatives Einkommen anzukratzen, füllen. Und das, dann fängt es an zu jonglieren. Eine Säule füllt die andere. Und das ist meine Auffassung von Vermögensaufbau. Und eben, das kann sehr smart gehen. Deswegen, ich ermutige alle dazu, auch wenn sie etwas älter sind, also alles über 50, unbedingt immer in so einen Topf hinein zu investieren. Ja. Genau, das sehe ich genauso. Das heißt, man sollte unbedingt den Faktor Zeit als wichtiges Investment, ich sage jetzt mal, Werkzeug mit berücksichtigen, weil das ist gerade, also es gibt so Stichwörter Cost-Average-Effekt oder exponentielles Wachstum, ja, was wir wahrscheinlich in unserer Lebenszeit gar nicht ankratzen können, aber was man bei Menschen wie Warren Buffett oder sowas, wo man sieht, der hat eigentlich sein Leben lang verzichtet, ja, er wohnt in einem Haus, das 50 Jahre alt ist, aber irgendwie hat sich das gelohnt? Also man sieht, er gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Ja, gehört ist gut, ja. Er hat der Top 5 oder irgendwas, war auch schon immer schon. Ja, aber immerhin, er hat sich jetzt ein neues Flugzeug gekauft. Ja, also so. Haben ihn seine Manager bekniet, dass er mit die alte 40 Jahre alte Boeing endlich mal ausrangiert. Ja. Das war aber wahrscheinlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung auch. Ne? Ja, der Opa. Es ist schon besonders. Aber noch zu dem Punkt mit dem Fokus. Ich bin in der luxuriösen Situation, mich jeden Tag mit dem Thema zu beschäftigen und entsprechend wächst es. Ich meine, das kann ich jetzt so sagen, in den letzten 7, 8 Jahren durch das immer wieder Forschen danach. Ja, wie kann ich es leichter verständlich rüberbringen? Was funktioniert denn wirklich? Was funktioniert bei mir? Funktioniert es nur bei mir? Oder ist es etwas, was ich pauschal? Nein, nicht pauschal, gibt's nicht. Es gibt aber unternehmerisch denkende Menschen. Jeden Tag versuche ich das zu optimieren. Da tue ich eigentlich nicht den Menschen hoffentlich ab und an ein Geschenk, ja, mit den Informationen. Aber vor allem, ich schenke das jeden Tag mir selbst. Weil da merke ich diese Art von Fülle, wie sie sprudelt. Das ist ein Topf, den ich gar nicht mehr zudrücken könnte, selbst wenn ich wollte. Und in Bezug auf diese Fülle wollte ich jetzt noch auf einen weiteren Punkt eingehen. 2 hätte ich nämlich noch. Fehler, die mir in der Alltagspraxis immer wieder auffallen. Aber Fehler bitte nicht schuldbehaftet. Die Konnotation unseres Wortes Fehler ist ja gleich so mit, ich habe was falsch gemacht, schlimm, schlimm, schlimm. Gar nicht. Das ist einfach, ich sag mal, eher nicht dienlich. Ja, oder es geht besser. Das ist der Punkt, nach dem Fokus, ein fehlendes Wofür beim Investieren.
dass die Leute sich überhaupt mal Gedanken machen, welche Summe sie anstreben sollten, das finde ich gut. Aber meistens kommen da irgendwelche Fantasiezahlen raus, die keine plausible Begründung haben. Da habe ich ein Tool entwickelt. Das ist jetzt schon mal, kannst du dann auch unter dein Video stellen, den Link auf der Website unter Finanzknow-how, die 4 Stufen des Wohlstands. Und da kann man sich wirklich die wichtigste, meiner Meinung nach wichtigste Stufe ausrechnen, und zwar mit so, wie sie wirklich dann sein muss, inflationsbereinigt, und zwar die 2. Stufe der wirtschaftlichen Absicherung. Und da hat man dann mal eine Zahl, das ist schon ein ganz guter Kompass. Aber drüberliegend noch wichtiger als irgendwelche Zahl, weil eine Zahl ist fürs Universum was total Unemotionales, Langweiliges, es ist eigentlich gar keine wirkliche Information. Wenn man die Information des Wofürs jetzt paart mit der Emotion, eben, warum möchte ich denn in den Zustand dieser Art von Freiheit kommen? Und was möchte ich dann mit meiner Zeit und mit meinem Geld machen? Es gibt ja nur 2 Dinge, die wir uns kaufen können. Entweder Zeit, also Lebenszeit, die wir einfach anderweitig verbringen als mit Hamsterrad, und Erlebnisse. Das sind zumindest die 2 klügsten Varianten, um Geld zu investieren. Wenn ich mir das klar mache, was ich dann alles anfange, das in meiner Welt, in meinem Bilderdenken, ist dann fürs Universum ein präzises Leitbild. So, jetzt wissen wir, wofür er die Millionen braucht. Er selbst, Andreas, weiß noch gar nicht dafür, dass er dafür 16 Millionen braucht, aber ich weiß es, deswegen, ich werde es ihm jetzt mal liefern über die nächsten 5 Jahre. Und diese Wege sind so unendlich viel, unfassbar viel intelligenter, als wir je erfassen könnten. Das ist das Leben. Ja. Das Leben hat alles zur Verfügung, alle Ressourcen zur Verfügung, und wir sehen so gut wie gar nichts in unserem eingeschränkten Sichtbereich. Und darauf eben ist alles, du siehst, also jeder Punkt deutet immer wieder auf selbe hin, so wie ich eben die Dinge auch bei aller finanziellen Bildung oder Intelligenz erschaffen will, zu 90% führen sie zum Feld, ja, dahin, wo die Dinge entstehen. Also dieses Wofür sich klar zu machen, wofür will ich denn das und das haben, und das schriftlich zu fixieren, uralter, wie sagt man, Käse, will ich fast nicht sagen, aber uralte Weisheit, aber warum setzen sie so wenig um? Also wundervoll, dass du das nochmal ansprichst. Das ist tatsächlich eines, man hat es so oft gehört, das Vision Board und so weiter, aber das ist wirklich eines der wesentlichsten Dinge, dass man sich erstmal fragt, wie soll denn meine perfekten Erlebnisse, mein perfektes Leben letzten Endes aussehen? Das ist ein blödes Wort, perfekt ist, es gibt nichts Perfektes, aber im Inneren, wie wünsche ich mir eigentlich in Zukunft zu leben? Und dann halt das Ganze mit einer Zahl hintermalt, ja, und nicht andersrum. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, danke für diesen Tipp auf jeden Fall. Ich sage es mir wahrscheinlich selbst immer wieder aufs Neue, ja, um das nicht zu vergessen. Und als letzten Punkt, da kommen wir dann vielleicht auf spannende Geschichten, weil du hast ja mich gefragt, Andreas, gibt es denn jetzt da irgendwas so wirklich Konkretes? Ja, an was arbeitest du denn? Wo kann man denn investieren? Das würde jetzt dahin führen, aber ich warne, und das ist jetzt wieder so ein Punkt, den viele anwenden, nicht unbedingt zu ihren Gunsten. Es gibt wunderbare Investmentgelegenheiten. Aber wenn ich die Rosinen sehe und ich fokussiere mich nur auf die Rosinen und dann picke ich mir mal das und oh, das klingt gut und das schmeckt wohl gut und das sieht ganz gut aus und das hat eine kurze Laufzeit, klasse, habe ich nach 3 Jahren mein Geld wieder und hier gibt es 16% Rendite, nehme ich doch einfach mal so mit. Das ist Rosinenpickerei. Ich verhindere niemandem oder ich verleide es niemandem, wenn er das machen will, aber zumindest nicht mit mir, also nicht mit mir als Coach oder je nach finanziellen Verhältnissen als Mentor. Weil da fehlt das ganz alles Entscheidende, nämlich die übergeordnete Strategie. Denn die Strategie ist es, eine Strategie bleibt mein Leben lang. Produkte kommen und gehen, da gibt es vielleicht mal jahrelang nichts, dann gibt es wieder etwas mehr, aber die Strategie ist Kompass, Leitbild, grüne Linie oder rote Linie, wie auch immer, und Schutz vor allem. Ich weiß immer mit klarem Kopf, was ich mache, und ich werde vor Fehlentscheidungen bewahrt. Das ist eine Strategie. Und jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, ja gut, wie komme ich auf so eine Strategie? Da sind wir wieder bei dem Punkt zu erkennen, die Strategie richtet sich natürlich danach, wie alt bin ich,
Ja, welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Will ich jetzt konservativ investieren, was immer noch viel, viel progressiver ist als alles, was der Gesetzgeber als konservativ betrachtet? Das müssen wir hier an der Stelle jetzt, glaube ich, nicht erwähnen. Ja, konservativ oder progressiv? Ja, bin ich mehr breit gestreut, wie es die Infrastruktur zum Beispiel liefert? Oder gehe ich konzentriert in die Entwicklungsimmobilien in einem Bereich der Welt? Und man kann dann eben mit 15, 20, 12% auch mal da wirklich was schnell im Portfolio bewegen. Oder eine Mischung aus noch anderen Assetklassen, also die Wahl der Assetklassen, die Ausschüttungsart. Bin ich vermögensaufbauorientiert, dann bin ich nicht daran interessiert, dass Geld zurückkommt, weil dann soll es möglichst über Nettoinventarwert drin bleiben und dort wachsen. Oder brauche ich Cashflow, weil ich eben schon 60 bin und ich will mir nicht irgendwas zur Rente dazu erwirtschaften. Dann brauche ich ganz andere Assetklassen wiederum, die das Geld auskehren, die Gewinne auskehren. Das alles formt die Strategie. Und die Strategie, die puffert mich durch alle Zeiten, ob Lagarde, Draghi oder noch größere Katastrophen, puffert mich immer ab. Ich weiß immer, was zu tun ist. Ich kann immer rebalancen. Ich kann mein Risikoprofil immer bewahren. Und das ist eine Ruhe. Dann kann ich mein Leben einfach leben und diese Sorge um Geld und um was da draußen passiert, überhitzt jetzt die Immobilienblase, platzt sie irgendwann, das sind alles. Ich kriege das mit und es interessiert mich nicht die Bohne. Aber ich muss es wissen, weil es ist ein Megatrend, der hier gerade auch vor sich geht und die will ich natürlich verfolgen, um keine falschen Investitionsentscheidungen zu treffen. Aber ich identifiziere mich gar nicht damit. Nicht, um das hier falsch verstehen zu lassen. Ich kriege es mit und dann hat es mich nicht zu interessieren, weil ich habe meine Strategie. Und das wünsche ich jedem, der investiert, sich vorher klar zu machen, was für einen Plan hat er wirklich für sein ganzes Leben am besten. Ja, und das sind jetzt alles Dinge, die du in deinen Seminaren vermittelst, beziehungsweise wo du auch wahrscheinlich mit den Menschen direkt solche Strategien entwickelst. Die Frage ist, du hattest vor uns mal was erwähnt, dass du so eine Art Test oder sowas hast auf deiner Seite, wo man vielleicht, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, kann sein. Wie kann man denn jetzt, sagen wir mal, zumindest so den ersten Schritt dahin gehen, mit dir vielleicht gemeinsam oder mit einem Angebot von dir, mal über seine Strategie nachzudenken oder mal zu schauen, was würde denn für mich als Strategie in Frage kommen? Gibt es da von deiner Seite aus ein Angebot? Da gibt's ein Angebot, aber das bezieht sich ganz mit Sicherheit nicht direkt darauf, mit mir zusammenzuarbeiten, weil dazu hätte ich gar keine Zeit. also ich nehme die Zeit, wenn es dann zum richtigen Zeitpunkt ist, aber bis dahin habe ich keine Zeit. Ich empfehle allen, die sich mit dem Thema beginnen zu beschäftigen oder auch denken, sie wären schon fortgeschritten, sind aber bereit, einfach weil sie offene, neugierige Köpfe sind, sind aber bereit, neue Informationen ihren Horizont erweitern zu lassen. Da würde ich sagen, sei es durch ein, jetzt du hast mir vorhin erzählt, faszinierend von eurem mehrwöchigen, ja, kann man fast sagen, Mastermind-Coaching, ja, solche Art Gruppen sind es ja, ob das ein guter Einstieg ist oder natürlich, das ist für mich die Eintrittskarte in der Zusammenarbeit mit mir, ist mein Seminar. Denn wer nicht bereit ist, die 500.000 oder wie auch immer Euro zu bezahlen, der ist dann eh nicht richtig bei mir, um in sich selbst als wertvollstes Investment überhaupt zu investieren, nämlich in sich als Investor, diese 500 Euro diesen Tag. Und dann kriegt derjenige so viel Hausaufgaben mit, mal wirklich diese 5 Schritte vorher zu machen. Das braucht Zeit, aber diese Zeit, das ist keine Arbeit. Jetzt sind wir nämlich wieder bei der Schaufel und bei der Handwerksmütze und beim Baggerfahren. Das ist purer Spaß. Weil man entwickelt sich hinein in ein viel größeres Selbst, als man bisher von sich wahrgenommen hat. Das ist nämlich der Umgang mit Vermögen, mit Finanzen, mit Fülle. Für mich ist es ja letztlich alles Fülle. Geld ist ja nur ein Teil all dieser Lebensfülle. Und wer diese Hausaufgaben gemacht hat, der weiß dann ganz genau, das wäre mein Weg. Und dann kann er ja von mir aus gerne zu mir kommen und sagen, Andreas, guck doch du mal drauf aus deiner Erfahrung, ist das was oder könnte man das noch irgendwie ergänzen? Und hast du Möglichkeiten, jetzt die Strategie, also dieses Wissen auch umzusetzen in wirkliche jetzt in Investitionen? Ja. Denn sonst bleibt es ja nur Information. Das ist zu wenig. Und da wollten wir ja auch noch drüber sprechen. Da bin ich dann gerne bereit, auch manchmal eine lebenslange Begleitung, auf jeden Fall jahrzehntelange Begleitung. Einmal Wohlstandsbildner an der Seite, am Ende immer Wohlstandsbildner, weil wenn es funktioniert, dann wird man ja wohl nicht die Quelle abschnüren, die einen dahin gebracht hat, wo man dann vielleicht mal einst sein könnte. Und das ist schon sehr,
sehr verführerisch. Also das ist auch für mich ein Commitment, dass ich mich entscheiden muss. Also wenn du jetzt so konkret mich ansprichst, es gibt viele, viele gute Coaches draußen. Ich kann jetzt keine oder will jetzt keine direkten Namen nennen, außer zum Beispiel, weil ich sehr begrüßenswert finde, was du alles aufgebaut hast, Marco, du und deine Mitarbeiter, die Geldhelden-Plattform. Sowas empfehle ich wirklich gern, weil das ist einfach finanzielle Bildung, sehr breit. Und dann wird einer ein Gefühl dafür bekommen, wer er wirklich ist. Und dann muss es ja nicht mit mir sein, aber wenn mit mir, dann muss es auch von meiner Seite aus passen. Das ist eine Chemie, die wirklich stimmen muss. Ich mache es immer davon abhängig, da hatten wir, glaube ich, schon mal bei deinem Kongress drüber gesprochen, wenn ich bereit bin, mit jemandem ins Flugzeug zu sitzen und den zu fliegen und mit dem irgendwo zwischenzulanden auf dem Cappuccino, zum Beispiel in Prag oder in Usedom oder in Marseille, dann gibt es da ein Cappuccino und dann fliegt man zurück. Dann weiß ich, das ist ein guter Wohlstandsbildner. Mit dem macht Spaß, diese Unternehmungen, in die ich ja grundsätzlich selbst mit drin bin, voranzubringen. Ja. Ja, sehr gut. Also du hast es jetzt gerade auch angesprochen. Genau, wir bieten ja inzwischen auch ein Umsetzungscoaching an. Das hat aber gar nichts mit dem zu tun, was du da machst, sondern ich will das mal ganz kurz abgrenzen. Das ist eher so, wir bauen innerhalb von 12 Wochen ein, ich nenne das Finanzfundament auf. Und ja, da geht es wirklich darum, Dinge zu tun. Also genau die fünfte Stufe bei dir, die du genannt hast. Also über die Erfahrung etwas zu tun, quasi, das ist meiner Meinung nach die höchste Form des Wissens, dass man etwas erfährt, weil entweder das ist positiv oder das ist negativ, einfach mal wirklich ein paar Schritte zu gehen. Und bei dir, das hast du mir aber im Vorgespräch schon gesagt, mit den Seminaren, es ist gar nicht so einfach reinzukommen. Ich glaube, man muss sich dafür zumindest mal auf eine Reservierungsliste setzen lassen. Aber Investition, Entschuldigung, dann habe ich das Seminar steht denen offen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir unter dem Video mal den Kontakt zu deinem Seminar, also einen Link zu den Informationen zu deinem Seminar verlinken und genau und gerne auch eine Reservierungsliste für die Investition. Oder macht das erst Sinn, nachdem ich dein Seminar besucht habe? Nein, zumindest über eine der Investitionsgelegenheiten kann sich jeder schon erkundigen, einfach weil ich dazu ein Video gemacht habe, als ich im Urlaub auf Sizilien war. Darüber können wir jetzt gerne noch sprechen. Aber wie gesagt, ich warne einfach vor der Rosinenpickerei. Es sollte eingebunden sein in ein größeres Ganzes. Und dann viele investieren zuerst und besuchen danach mein Seminar und holen sich dann den übergeordneten Rahmen. Oder eben andersrum, da mache ich niemandem Vorschriften. Es ist ja eh nur eine Empfehlung, wie ich damit umgehen würde. Und ich hoffe, auf das halbe Jahr kommt es nicht mehr an. Aber es gibt tatsächlich Gelegenheiten, die gibt es jetzt nur zum Beispiel im September und dann nie wieder. Ja, also diese zumindest. Und ja, wenn du möchtest, dann kann ich mal so... Was ist das für eine konkrete Gelegenheit jetzt? Genau. Die du jetzt gerade also es gibt drei. An beiden bin ich selbst. In allen bin ich natürlich selbst investiert. Das muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal extra betonen. Und zwar maßgeblich investiert. Aber das spielt jetzt mal da gar keine so große Rolle. An zwei der drei Gelegenheiten habe ich die Möglichkeit, kräftig herumzuschrauben in dem Sinne, was ich für ein gutes Investment halte. Das sind verschiedene Kriterien, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall einfach attraktiv für Investoren unternehmerischer Gesinnung. Also das erste ist ein Club-Deal. Und dieser Club-Deal, der steht jedem zur Verfügung. Allerdings habe ich für den nur 1 Million Euro zur Verfügung und ich habe schon Reservierungslisten über 1,4 Millionen. Aber die jetzt groß schreien, oh ja, Andreas, da mache ich mit, die zeichnen oftmals sowieso nicht. Also das heißt, die Reservierungsliste, die ist nicht fertig. Da kann man immer noch mit reinrutschen. Ein Club-Deal ist ein Geschäft privater, oftmals institutioneller Investoren, bezieht sich auf ein Projekt. Wir haben hier eindeutig eine Art Klumpenrisiko, aber ein sehr überschaubares, weil es ist eine Mischung aus Infrastruktur und Entwicklungsimmobilie. Die Laufzeit 3 Jahre, angestrebt 3 Jahre, dann werden es wahrscheinlich 4. Und 50% Rendite vor Steuern. Ja, also 16,5% pro Jahr, auch vor Steuern, ist das, glaube ich, für viele schon mal ein Erlebnis. Ja, für mich eine Grundlage, selbstverständlich für das, was institutionelle Investoren so anstreben. Und das ist jetzt mein Konzept, das es daraufhin herunterbricht. Und dieser Club-Deal, dazu habe ich ein Video gemacht, auch mit Hut, aber in dem Fall mit Sonnenhut aus Sizilien. Da hat es ja mal richtig runtergebrannt. Einfach ein spontanes Video, das kriegt jeder auf dem Wohlstandsbildner YouTube-Kanal. Ja, die Wohlstandsbildner auf YouTube eingeben, dann ist es, glaube ich, da ganz oben. Da klappt die, das ist Nummer 1.
Die Nummer zwei ist, und das ist ein Investment, das ich schon abgeschlossen habe mit 1,5 Millionen und mit einer kleinen Unternehmerbeteiligungsinvestorengruppe von 16 Leuten. Das ist so etwas so Wunderbares. Das ist jetzt in Richtung Cashflow. Also sofort aus dem angelegten Geld schon teilweise im Jahr null nach Anlage Geld zu generieren. Das ist die Möglichkeit, sich an der Agrikultur zu investieren in Bezug auf Gewächshäuser. Aber nicht bei uns, bitte nicht in Deutschland. Das würde hier überhaupt nicht funktionieren. Aus vielerlei Gründen gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich emittiere, oder ich sag mal, also ich erschaffe mit. Ich emittiere es nicht, bin nicht der Komplementär. Aber nach meinen Vorstellungen gibt es wieder ein Gewächshauskonsortium, an dem man sich beteiligen kann. Naja, und auch da sind, ich rede jetzt nicht mal über Renditen. Wer sich da auf die Warteliste setzen will, der soll das einfach beschreiben und kann sich dann, wenn die Unterlagen da sind, entsprechend mehr informieren. Oder ich mache auch nochmal ein Webinar dazu. Nummer drei, das ist jetzt eine wirkliche Delikatesse, nur für, das ist die Säule 4. Ich nenne es auch die Säule 4, also für Geld, das mehr spielerisch investiert werden kann. Jetzt nicht so immer nur so Fundamente und ganz klares Risiko-Chance-Verhältnis. Das ist ein sogenannter DPO, den ich mitbegleite. DPO im Vergleich zum IPO, also kein Initial Public Offering, sondern ein Deep Public Offering. Und Deep in dem Fall steht für ganz persönlich. Also ich bin Teil eines Unternehmens, das Orangen, frischen Orangensaft produziert. Du siehst, wir sind voll in der Agrikultur, weil es ist ein absolutes Fan-Wertschöpfungskettengebiet. Und dieser Orangensaft, also Vertriebsketten, das steht schon alles. Es ist also kein Venture Capital, nicht mehr. Man weiß schon, was man da tut. Aber über Aktien, über Namensaktien, gibt es hier die Möglichkeit, tatsächlich sich zu beteiligen. Ich denke auch für kleineres Geld. Es muss nicht immer gleich mit 20.000 Euro losgehen. Es sind wirklich sehr sportliche Dividenden angestrebt. Sie sind plausibel, hochattraktiv und einfach eine Freude, da mit dabei zu sein und auch vor allem mal Einblick zu haben in ein Unternehmen, wie es funktioniert. Und da kommen dann natürlich, wenn die Informationen bereit sind, auch alle Informationen, die ich dann bereitstellen kann und darf. Alles im Sinne des Gesetzgebers. Das ist jetzt also alles noch in Arbeit. Nur der Club-Deal, der kommt definitiv im August und dann Anfang September gibt es 2 Investitionswochen und da muss man sich eben entscheiden. Aber das ist mal so ein Einstieg in die Welt der unternehmerischen Beteiligungen. Das macht, ich hoffe, sehr viel Freude. Mir macht es Mods viel Freude und ist für manche vielleicht einmal ein neuer Weg, Dinge auszuprobieren. Ja, mega spannend. Also ich empfehle auf jeden Fall jeden, der jetzt schon bei der Vorstellung, genau wie ich, überlegt hat, wow, was steckt denn da jetzt noch genau dahinter? Das klang sehr, sehr spannend. Danke dafür, dass er sich auf jeden Fall bei dir mal meldet und vielleicht unter dem Video die Anmeldeliste nutzt. Wenn du jetzt nichts Großes mehr hast, dann würde ich mich erstmal jetzt ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das war ein sehr, sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch und wie immer von Anfang bis Ende eigentlich mega spannend gewesen. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden mit dir weiterreden, aber aber ich würde sagen jetzt so, ich glaube, wir sind schon eine ziemlich lange Zeit dabei. Wir cutten das jetzt langsam mal. Danke dir erstmal dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Projekten und ich hoffe und ich bin mir fast ziemlich sicher, dass wir uns noch irgendwann mal wieder sehen und hören werden, vielleicht auch auf diesem Kanal. Ansonsten alles, alles Gute und ja, schöne Grüße. Der Dank ist ganz auf meiner Seite und meine ganze Bewunderung für diese Aufbauarbeit und Begleiterarbeit, die auch du leistest, ja, für viele, die sich jetzt diesem Thema nähern. Ich finde das ganz wunderbar und wo immer ich das unterstützen kann, immer gerne wieder. Herzlichen Dank. Danke dir, danke. Mach's gut, ciao. Diese Folge wird dir präsentiert vom Geldheldencamp. Entfliehe dem Herbst im November im regnerischen Deutschland auf die Sonneninsel Zypern und genieße mit 20 Gleichgesinnten finanzielle Bildung auf eine ganz besondere Weise. Begleite mich und 4 weitere Mentoren in das Geldheldencamp. Dich erwarten spannende Experten, tiefe Einblicke in ihre Geldsysteme und natürlich viel Sonne, Strand und Meer. Die Reise geht nach Larnaka. Larnaka liegt im griechischen Teil von Zypern und wir werden alle gemeinsam in einer großen Villa oder in einem 4-Sterne-Hotel unterkommen. Neben gemeinsamen Aktivitäten wie Ausflügen oder Sport
wird es natürlich interessante finanzielle Workshops geben. Wir werden abends gemeinsam Cashflow spielen, das Spiel von Robert Kiyosaki. Und wir treffen uns mit der Unternehmer-Community auf Zypern. Wenn du also tiefe Einblicke von Menschen bekommen willst, die bereits finanziell frei sind, die ihr Leben so gestalten, wie sie es wollen und das gemeinsam mit 20 Gleichgesinnten, dann geh jetzt auf die Webseite www.geldhelden.org/camp und sichere dir noch bis zum 31. November den Early Bird Preis. Wir sehen uns auf Zypern.